Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC gegen Jan Regensburg, was mit einem 1:1 geendet ist. Letztendlich gesehen, zu Hause sicherlich ist das Ergebnis ein wenig enttäuschend, aber wir müssen letztendlich mit dem Punkt leben. Erste Halbzeit. Ein Spiel, was sehr zerfahren war und wirkte, mit vielen einfachen Fehlern auf beiden Seiten. Dennoch war Karlsruhe in der ersten Hälfte mit mehr Ballbesitz im Spiel, mit mehr Ballkontrolle. Jedoch fehlte es am letzten Pass und dem letzten Druck rein in die entscheidenden Strafraumszenen. Es wirkte so, als hätte man manchmal nicht die richtige Idee und den Plan. Trotzdem war man, besser hatte 1-2 Halbchancen, jedoch nichts Gefährliches. In der 31. Minute ging Regensburg mit 0:1 durch Beste in Führung. Ein weiter Schlag nach vorne, den O'Shaughnessy nicht richtig klären konnte. Der Ball landete bei Beste, der den Ball über Matthias Gersbeck ins Tor schoss. Der Hauptfehler war hier eindeutig von O'Shaughnessy. Gersbeck sieht zwar unglücklich aus, aber letztendlich, was soll er machen? Hauptfehler war von O'Shaughnessy. Danach wirkte der KSC in gewisser Weise geschockt und es kam nicht mehr viel. Zweite Hälfte, der KSC wechselte, unter anderem kamen Schotero und Kaufmann für Schleusener und Goller. In der zweiten Hälfte war der KSC besser drin, mit den besseren Möglichkeiten. Ein Tor von Vanicek wurde wegen eines Handspiels von Gordon aberkannt, leider zu Recht. Dennoch der KSC jetzt deutlich besser, unter anderem schaltete Marvin Vanicek an der Latte des Regensburger Torwartes. Es dauerte bis zur 70. Spielminute, bis Philipp Hofmann nach einer Ecke von Marvin Vanicek das 1:1 erzielte per Kopf. Nun drückte der KSC deutlich auf die Tube, hatte auch die Möglichkeiten fürs 2:1, aber es wollte kein weiteres Tor fallen. Endlich gesehen blieb es beim 1:1. Fazit: ein sehr zerfahrenes und fehlerhaftes Spiel, ein sicherlich enttäuschende erste Halbzeit mit einer deutlich besseren zweiten Halbzeit, in dem man letztendlich noch zum 1:1 kam. Man wird den Punkt mitnehmen müssen gegen eine Mannschaft, die auf dem Abwärtstrend ist. Man muss aber auch wissen, dass gute 45 Minuten halt nicht zu einem Sieg reichen. Aber nichtsdestotrotz wird der KSC auch aus diesem Spiel lernen, das Positive mitnehmen und es versuchen, nächste Woche besser zu machen und da wieder die 3 Punkte einzufahren. Ja. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Schreibt es einfach in die Kommentare mal. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.